Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crank, die ganze Wahrheit. Und bevor ich euch den Kracher Godzilla vs. Kong vorstelle, wie immer an dieser Stelle die Leserfrage. Hey Crank, sag mal, bist du das Stunt-Double von dem Zwerg aus Game of Thrones gewesen? Nein. 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 So, und jetzt... Ach, es gibt wieder Kino, es gibt wieder Kino. Wir haben so lange darauf verzichten müssen. Wir haben so eine Soße dazwischendurch bekommen. Jetzt kommt endlich mal ein richtiger Befreiungsschlag. Godzilla versus Kong. Und das ist auch schon das Drehbuch. Die beiden Super-Echsen aus meiner Jugend, die ich so liebe, hauen sich auf die Mütze. Gut so. Mehr brauchen wir gar nicht dazu halt eben. Und der Film wird auch immer wieder dann, wenn Menschen ins Spiel kommen, wird der Film einfach langweilig. Und immer dann, wenn die Monster wieder aufeinandertreffen, ja, dann gibt es auf die Mütze und dann gibt es auch wieder mit der groben Keller-Action. Ja, warum sollen wir uns da jetzt Diskussionen aussetzen? Ha, warum ist da keine Liebesgeschichte? Und ha, könnte ein bisschen mehr Drama sein, die Tiefe in den Figuren. Nein, wir wollen jetzt etwas, wo es richtig auf die Mütze gibt. Und das ist auch gut so. Wir wollen Godzilla versus Kong sehen, so wie es halt eben ist. Zwei Primaten hauen sich gegenseitig auf die Kirsche. Das ist doch gut so. Lass es doch so. Ich find's prima. Geht ins Kino, guckt ihn euch an. Ihr werdet begeistert sein. So, das war Crank für diese Woche. Guckt ihn euch an. Godzilla versus Kong ist wirklich großartig, technisch perfekt gelöst. Und es gibt halt eben einfach jede Menge Action. Und das haben wir uns doch jetzt auch einfach verdient. Ne? Okay, das war Crank für diese Woche.